Und wir fangen da an, wo wir aufgehört haben und haben noch nicht gespeichert. Was sogar noch ein bisschen besser ist. Hey. War das überhaupt der Weg nach oben? Ja, das stelle ich mir jetzt. Ihr lacht jetzt vielleicht. Vielleicht. Aber ich meine es ernst. Ich meine, ist schon eine ganze Folge her. Und wow! Ich bin gerade ein bisschen schlecht bei Sprache. Ihr wisst, was ich meine, oder? Sag bitte ja. So. Ich frage mich, was sich hier für die Bevölkerung oben verändert hat. Ob da jetzt eine totale Apokalypse ist oder ob da nichts mehr aus dem Wasser rauskommt oder ob die Rohre verstopfen. Kacke läuft aus dem Klo raus. Was weiß ich, was da passiert. Ich kenne mich mit Abflüssen nicht so aus. Aber da können wir jetzt rein. So. Auch schön mit Verzierung an den Türen. Natürlich kommen wir nicht in den letzten Bereich zurück. Wozu auch? Hier riecht's nach Öl. Ich muss aufpassen. Ja. Schön, wenn sie sagt, dass man aufpassen muss, sollte man abspeichern. Ja, das geht gut. So. Ich glaube, hier bin ich richtig. Was sagt denn die Karte? Was soll die Karte sagen? Was machst du? Lara? Tauchen. Was tauchen? Was? 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 Tauchen. Ja, tauchen. Natürlich. Ist ja auch für jeden ersichtlich, dass das plötzlich explodiert. Dankeschön. Sprengladung, ne? Ich bin gerade so ein bisschen fasziniert. Tauchen. Pum. Okay, ich muss ganz hoch. So. Ist gerade so ein bisschen gestört. Was ist das? Ach, gar nichts. Plötzlich darf ich keine Ventile mehr drehen. Jetzt bin ich aber beleidigt. Kann ich mich daran festhalten? Nein, aber ich kann ins Wasser fallen. Gibt's hier unten auf dem Boden Wasser einzusammeln? Hm? Nein? Na gut. Aber da oben gibt's Luft zu holen. So. Da komme ich aus dem Wasser raus und da komme ich noch weiter in Wasser rein. Labyrinth. Aus den röhrigen Röhren der Welt. Da ist der Ausgang in die Richtung. Ist gar nichts. Ich dachte gerade, da wäre eine Strömung, die mich in die Richtung zieht. Aber das ist einfach nur das, der Rest vom Vortrieb, den Lara hat. Kann ich eigentlich Luft holen? Ja, toll. Ich wüsste gerade nicht, was ich jetzt machen soll. Hier sind überall Röhren. Oder soll ich einfach mal tauchen, tauchen? Oh, das war jetzt natürlich Schwachsinn. Ist mir aber egal. Jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Ja, da sind noch mehr von diesen hochexplosiven Explosionskanistern. Oh je. An dich komme ich gar nicht. Also muss ich da nicht hin. Nein. So, hier nichts. Was ich gar nicht mag, ist, wenn sie dann nicht mal hochklettern. Ich glaube, hier bin ich richtig. Was sagt denn die Karte? Ich kann an beiden Stellen einsetzen. Dann nehme ich hier oben. Das sieht schöner aus. Ja, die Karte sagt,
Ja, ist schon richtig, natürlich. Vielleicht habe ich tauchen. Tauchen. Und jetzt? Warum ist sie jetzt tot? Warum ist sie tot? Was? Okay, vielleicht bin ich hier unten auch doch nicht richtig. Auf jeden Fall war da jetzt ein Loch drin. Komme ich da unten nicht einfacher ran? Na, nee. Wenn es hier nach Öl riecht, dann ist wahrscheinlich das Wasser verölt und es fängt an zu brennen. Bin ich aufgetaucht? Hm. Auf jeden Fall, wenn es wirklich nach Öl riecht, sollte ich mich doch wirklich von der Stelle da unten fernhalten, weil hier dann alles voller Feuer ist und brennt. Dann nehme ich hier oben als Stelle. Und gleich müssen wir tauchen, tauchen, tauchen. 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 Aha. Hat doch geklappt. So, und warum ist hier kein Feuer? Ach so, weil die Explosion hier natürlich nicht war. Ja, ist das praktisch. So. Hier gab es, glaube ich, so einen lustigen Bug, wenn man sich an die Wand gestellt hat, jetzt auf Ding gedrückt hat, konnte man in ihre Augen schauen. Ja! Das finde ich immer noch so lustig. Ich weiß nicht. Ja, das Wasser brennt. Oh, da kann ich bestimmt laufen. Oder auch nicht. Kann ich bestimmt hinspringen. Cool. Jetzt stehe ich hier oben und speichere schon wieder ab. Nein, jetzt habe ich abgespeichert. Voll die Balltechnik. Ist jetzt verbrannt in dem Moment? Nein. Ist nicht mein Problem. Fürs nächste. Jetzt, so langsam wird es zu meinem Problem. Oh, schaut, seht ihr die Funken über dem Wasser? Das ist gut geworden. Oder wie diese ölbrennenden Dinger ins Wasser fallen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Vergessen wir das und kommen wir dem Level in die Nähe. Das ist doch sehr Level-Ende-mäßig. Und dann schauen wir doch auch mal, ob da drüben auch ein Loch drin ist. Nein. Ich muss da oben lang. Mist. Schade, das andere Ende ist aber voll mit Feuer, also ist es mir rein theoretisch egal. Die Wege werden gleich bescheuert, oder? Ich meine, da oben kann ich mir noch hinspringen. Ja, nein. Na doch, das geht. Drüben brennt alles. Ha, ich habe den einfacheren Weg. Mhm. Oh, hier fehlt die Leiter. Wie komme ich denn jetzt hoch? Nicht so. Nein. Aber danke fürs Sterben. Das machst du ganz toll. Und ja, treib es an die Decke, bevor du die Level neu ladest. Mach mir nichts aus. Ist ja nicht so, als ob das viel Speicherplatz verbraucht während des Spiels und so. Nein, gar nicht. Nee. Wie komme ich da hoch? Da drüben ist natürlich Feuer. Zu Recht. Sie wollen es uns ja nicht so einfach machen. Da komme ich jetzt nicht mehr raus, oder wie? Ja, super! Jetzt bin ich drin eingesperrt. Spring zur Seite raus. Schwupp. Oh. Nächstes Level, los. Ja, der Bereich sieht zumindest schön aus. Oh ja, das mache ich jetzt. Darauf habe ich Lust. Brennt in den nächsten Bereich. Ob sie dort auch brennt?
Nein! Oh Mann, das dauert immer so ewig. Komm, hier, noch ein bisschen auftreiben. Schön. Gnädig. Ich weiß immer noch nicht, wie ich hier runterkommen soll. Oder kann ich mich an dem Seil vielleicht? Soll ich hier rüberspringen? Wow. Komm, setz mir hier nochmal was hin. Komm, ich war tot, bevor ich ins Wasser bin. Jetzt haben die trotzdem noch rum, oder wie? Ja, ich sortiere mal ein bisschen Geld und was weiß ich noch was, während der Ladebildschirm gut. Ich glaube, ich stehe jetzt vor einem ernsten Problem. Ich weiß nicht, wohin. Und das... Versuch was wert. Und das fand ich jetzt eine der noch eine der möglichsten Alternativen zum Wählen. Ich setze mein Kreuz woanders hin. Könnte ich noch hin? Der linke Weg ist ein bisschen schlecht. Der rechte Weg ist ein bisschen heiß und ganz rechts ist überhaupt nichts. What the hell? Na gut, so geht's auch. So geht's auch. So, wo bin ich hier? Louvre? Das hat jetzt bestimmt gar kein Aufregen. Kein Aufsehen erregt. Aufregen ersehen. Schau dich mal die Farben an. Oh, jetzt geht's in den Louvre. Ja. Schön. Wir sind in einem neuen Level. Bis zum nächsten Part. Ciao.